Vor langer Zeit wurde das Land von Helden und Tyrannen bewohnt, die über sich selbst zu überheblich dachten und in Stolz versanken. Dann wurde der oberste Gott, Numitorum, böse auf sie wegen ihrer Dreistigkeit und schickte eine große Flut über sie. Er entschied sich, die Erde von ihren Krankheiten zu reinigen. In Furcht begannen die Menschen, Flöße zu bauen. Aber nur ein 7-Schichten-Floß, das aus 7 Schichten von Balken gebaut war und mit 7 Schichten von Störleder bedeckt war, war fähig, dem Element der Flut standzuhalten. Die überlebenden Menschen wurden Noptin Joch genannt, das heißt Menschen, die schwimmend ankamen. Von ihnen stammen alle modernen Menschen ab. So lautet eine der Versionen der Geschichte der Sintflut bei dem größten der kleinen Völker Sibiriens, den Nenzen. Die Nenzen, historisch Samojeden, sind ein indigenes Volk mit ca. 41.000 Angehörigen im Nordosten des europäischen Teils Russlands. Sie wohnen hauptsächlich in den nenzischen, jamal-nenzischen und chanty-mansischischen autonomen Gebieten Russlands. Ihre traditionellen Sprachen sind nenzisch, chantisch und selkupisch. Die Nenzen selbst bezeichnen sich als Nino Inenuchi, was echte Menschen bedeutet. Diesen Namen könnten sich selbst nur Menschen geben, die entweder andere nicht für echt halten oder Leute, denen die anderen Menschen gleichgültig sind. Die Nenzen sind Nomaden. In der Tat, wenn man ihr tägliches Leben sieht, die ständigen Sorgen und Probleme, die mit dem Überleben unter schwierigen Wetterbedingungen verbunden sind, die ständige Bewegung ihrer Zelte und großer Herden von Hirschen, kommt man nicht umhin zu denken, dass du ihnen gleichgültig bist. Aber das stimmt nicht. Dass dem nicht so ist, konnte eine Gruppe von Missionaren erfahren, die diese raue Gegend vor kurzem besuchte. Im letzten Winter wurde eine Reihe von Missionsreisen zu den entfernten Siedlungen der Nenzen und Selkupen in dem jamal-nenzischen autonomen Gebiet unternommen. Mit der Beteiligung von Friedensbooten sowie von Brüdern aus Amerika und Russland. Ziel war es, das Evangelium in abgelegenen Orten zu predigen, sowie die Ermutigung und Anleitung von Christen in diesen Völkern, die in der Tundra leben und keine regelmäßige christliche Gemeinschaft haben. Nach der Ankunft in der Stadt Nojabrsk wurden die Mitglieder der Expedition vom örtlichen Missionar Jewgeni begrüßt. Er wurde für die Brüder zum wichtigsten Reiseleiter und Experten in dem Werk der Verkündigung des Evangeliums an die indigenen Völker Sibiriens. Unter seiner Führung haben sich die Brüder sorgfältig auf eine lange Reise in die für sie unbekannte und geheimnisvolle Tundra vorbereitet. Da der Platz in einem Pferdeschlittenanhänger, im Volksmund Galoscha genannt, sehr begrenzt war, nahmen sie nur das Allernötigste mit. Die humanitäre Hilfe für die indigene Bevölkerung, Lebensmittel und Benzin. Nachdem sie mit dem Auto eine ziemlich weite Strecke zurückgelegt und das Dorf Chanime erreicht hatten, wurden die Brüder von Einheimischen begrüßt. Freundschaften entstanden buchstäblich in den ersten Minuten der Gemeinschaft. Für die Fortbewegung auf Motorschlitten wurden die Missionare sofort in die traditionelle Kleidung der Nenzen sowie in Schuhe aus dicken Rentierfellen gekleidet. Nach Meinung der Brüder lässt sich kein europäisches Schuhwerk in Bezug auf Komfort und Wärmeisolierung mit diesen Schuhen vergleichen. Die Reisenden haben sich schnell an ihr neues Aussehen als Bewohner des Nordens angepasst
und machten sich auf eine lange Reise. Man entschloss sich, auf zwei Motorschlitten nach Kanemeskaya, Kalisoveskaya und Karampurskaya Tundra zu reisen und auf dem Weg die Lager und deren Bewohner zu besuchen. Der erste Ort, in dem die Missionare ankamen, war das Lager von Radik und seiner Familie, die seit vielen Jahren gute Freunde des Missionars Zhenya sind. Nach einer kurzen Pause wurde beschlossen, weiterzuziehen, um noch vor Einbruch der Dunkelheit das nächste Lager zu erreichen. Die Temperatur stieg von minus 30 Grad Celsius langsam an, was in dem weiteren Verlauf der Reise auf den Flüssen zu ernsten Schwierigkeiten führen konnte. Vor Einbruch der Nacht waren die Brüder im Lager angekommen, wo Schwester Lili und ihre drei Söhne mit ihren Frauen und Kindern leben. Es entstand eine herzliche Gemeinschaft. Die Brüder sangen, erzählten von sich und gaben die gute Nachricht von Jesus Christus in der Hütte einer der Söhne von Lili weiter. Die Kinder freuten sich besonders über die Geschenke und Süßigkeiten von den neuen Bekannten. Traditionell bestehen die Lager der Nenzen durchschnittlich aus 2 bis 4 Zelten, in denen eine oder mehrere verwandte Familien leben und eine gemeinsame Rentierzucht betreiben. Der Abstand zwischen solchen Siedlungen beträgt im Durchschnitt 30 bis 80 Kilometer. Gäste sind jederzeit willkommen. Die Kinder schlossen schnell Bekanntschaft mit den neuen Freunden und führten den Gästen ihr Können, ihre Kraft und ihre Geschicklichkeit vor. Mit nicht weniger Interesse wurden die Reisenden von den lokalen Tieren, den Rehen, begutachtet. Hier machten die Missionare ihre ersten Erfahrungen mit den Sitten und der Lebensweise der indigenen Bevölkerung des Nordens. Die Nenzen sind in der Regel ein sehr fleißiges Volk. Ihre Hauptbeschäftigung ist die Rentierzucht. Die Rentiere haben in ihrem Leben eine besondere Bedeutung. Nenzen züchten Rentiere, essen Rentiere und nähen Kleider aus ihren Fellen. Sowohl Männer als auch Frauen sind ausgezeichnete Jäger und Fischer, was ihnen hilft, ihre Ernährung in einem Klima der ständigen Kälte wenigstens etwas zu variieren. Ein Hauptnahrungsmittel der Nenzen ist rohes, gefrorenes Fleisch, Stroganina. Mit dieser Delikatesse werden unsere Brüder mehr als einmal verwöhnt. Als Wohnhaus dient den Nenzen der Chum, eine Hütte bestehend aus einem Holzrahmen, Rentierfellen, dickem Stoff und natürlich einem warmen Ofen, der sich im Chum befindet. Seine Wohnung hat für den Nordländer starke sakrale Bedeutung und man behandelt sie wie einen lebendigen Organismus. Den Ofen nennen sie das Herz des Zeltes, die Holzstäbe und die Häute das Skelett und das Fleisch und das Loch in der Decke das Auge, Makoda, das in den Himmel zu den Sternen schaut. Schwester Lili ist die älteste Bewohnerin des Lagers. Als Witwe erzog sie ihre 5 Kinder allein. 3 ihrer Söhne leben heute mit ihren Familien bei ihr. Als sie an den lebendigen Gott gläubig wurde, fand Lili für sich einen Dienst zur Ehre Gottes und das in der kalten sibirischen Tundra. Auf ihre Initiative wurde der christliche Kindergarten Glöckchen auf Nenzisch Schenko Kocha organisiert. Obwohl dieser Kindergarten nur von 5 Kindern besucht wird und sie alle Enkel von Schwester Lili sind, hat die Nachricht über diese Innovation sich weit über das Lager hinaus verbreitet. Тундре. Вот они заходят, у них умывальник, вот руки моют здесь. Вот у них полотенце, когда руки вытирают, зубные щетки, вот мыло. Вот это все умывальное оборудование. Вот это название нашего садика. Щенкокоча. Колокольчик.
Der Hauptzweck dieses Kindergartens ist laut Lilly, Kindern das Lesen beizubringen und ihnen die christlichen Werte in einem frühen Alter zu vermitteln, solange sie noch in ihrer Nähe sind. Ab dem Alter von 7 Jahren sind die Kinder gezwungen, ihre Familien, die in der Tundra leben, zu verlassen, um die Schulausbildung in den umliegenden Ortschaften zu beginnen. Ihre Eltern sehen sie nur während der kurzen Schulferien. Die Rolle der nenzischen Frauen in der Gesellschaft könnte man in der Tat als Hüterin des Familienglücks bezeichnen. Neben der Zubereitung von Speisen und der Erhaltung eines konstanten Feuers im Zelt ist es fast immer die Aufgabe der Frauen, den Tschum aufzubauen, seinen Zustand zu überwachen, Holz hacken, mit dem Motorschlitten zu fahren und den Einsatz von Waffen perfekt zu beherrschen, falls ein wildes Tier sich entscheidet, ins Lager hineinzukommen. Das Gerben von Fellen und das Schneiden und Nähen ist ebenso ein unverzichtbarer Bestandteil des Lebens einer nenzischen Frau. Und je bunter und farbenfroher ihre Kinder und ihr Mann gekleidet sind, desto besser. Zu den Aufgaben der Männer gehört die beständige Aufzucht und Sorge für die Herden von Rentieren, die sie mit Namen kennen und von denen ihr Wohlstand abhängt und ihr Lebensrhythmus als Ganzes bestimmt wird. Ein besonderer Tag für jeden Nenzen ist der Rentierzüchtertag, der jedes Jahr Ende Februar stattfindet. An diesem Tag kommen die Bewohner aller Lager zusammen und die Männer dürfen die Kraft und Ausdauer ihrer Zöglinge im Rentierrennen demonstrieren. Die Frauen zeigen die Schönheit ihrer Handwerkskunst, ihrer handgemachten Erzeugnisse und der Kleidung aus Rentierfellen. Gerade als unsere Brüder ankamen, war die Vorbereitung zu diesem traditionellen Feiertag in vollem Gange. Während ihres Besuchs versuchten die Missionare nicht nur in Worten, sondern in der Tat den Bewohnern der Taiga zu helfen. Trotz ihrer körperlichen Arbeitsbelastung waren die Söhne und Schwiegertöchter von Lilly sehr interessiert an den Fragen des Glaubens. Sie stellten ernste Fragen und hörten mit Vergnügen christliche Lieder. Während der gesamten Reise wurden von den Brüdern noch 10 weitere Nenzenlager besucht. In einigen von ihnen war das Wort Gottes noch nie gepredigt worden. So zum Beispiel in einer Ortschaft, die 200 Kilometer von Khalisowe entfernt liegt. Dort waren unsere Brüder die Ersten, die der lokalen Bevölkerung von dem lebendigen Gott und seinem Rettungsplan für Sünder erzählten. Überraschenderweise zeigten die Einheimischen großes Interesse, nahmen das Wort Gottes begierig auf und stellten viele Fragen. Was ihre Religionszugehörigkeit angeht, sind die Nenzen, wie auch die anderen Völker des Nordens, Heiden, die den Schamanismus praktizieren und Geister verehren. Zur Freude der Brüder hat das Wort Gottes die Einheimischen so stark bewegt, dass sie die Brüder gebeten haben, wiederzukommen. Viele von ihnen sagten, dass sie nach dem Besuch der Missionare begannen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. In Erinnerung blieb auch ein Treffen in einem Fischerdorf, wo im Unterschied zu den in der Tundra lebenden Nenzen solche leben, deren Hauptbeschäftigung die Fischerei ist. Auf den Wegen ist es nicht ohne Schwierigkeiten geblieben. Nicht nur einmal kamen die Schneemobile und Schlitten der Missionare in Eisdurchbrüche hinein. Die Brüder mussten aus dem Schlitten steigen, um diese im Eiswasser zu entladen, um aus der Wasserfalle zu entkommen. Danach schlugen die Missionare das Eis ab, das sich sofort an der Oberfläche des Schlittens gebildet hatte, und setzten ihre Reise bis zum nächsten Eishindernis fort. Durch die Gnade Gottes ist während der Reise niemand krank geworden und es gab auch keine Verletzungen. Die Rückfahrt der Missionare war fröhlich und traurig zugleich.
fröhlich wegen der Erwartung der baldigen Begegnung mit ihren Familien und Freunden und traurig bei dem Gedanken, dass vieles noch nicht geschehen ist in dem Werk der Evangelisation der indigenen Völker Sibiriens. Wie viele Menschen haben noch nie von Christus gehört und seine Liebe noch nicht erfahren? Das Missionswerk Friedensbote lädt alle Bereitwilligen ein, sich nach Möglichkeit an der Verkündigung des Evangeliums zu beteiligen, damit das Wort Gottes diejenigen erreicht, die physisch nicht einfach zu erreichen sind. Der Herr segne sie.